Ja, hallo Leute. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir gequestet und ich habe gedacht, oder eher gesagt, dass ich ja dann noch das Goblin-Lager vollenden werde und Level 48 ist sie noch gekommen. Okay, ja, und das haben wir auch fertig gebracht und dann waren wir noch im Turm, haben da die letzten Quests gemacht. Ich wollte es jetzt nicht unbedingt aufnehmen, weil für mich hat sich das nicht gelohnt, weil das kennt ihr ja schon und wir haben ja nur ein, zwei Mal den Turm gemacht und oh. Danke. Und ja, wir haben übrigens das Set vollendet. Das habe ich aber in kleinen Special erwähnt. Goblin Stab ist auch plus 9. Und das 65er Set ist auch sehr schön. Und das 55er Oberteil, ja, das werde ich dann euch ein anderes Mal präsentieren. Ja, in letzter Zeit nehme ich auch viel öfter mit den Dingens auf, mit den. Oh, ist gleich zu Ende. Das Reittier-Chef verabschiedet sich gleich. So, Lagerverwalterin 3. Hallo, Rohan. Oh, und wir sind Level Up. Ja, ich hatte eigentlich angedacht, dass wir jetzt hier. Oh, Drachenjagd können wir mitmachen. Dass wir eigentlich Robo machen. Aber ja, ganz ehrlich. Nee, das war dann noch ein bisschen blöd. Und ich bin dann noch zu schnell hochgelevelt und von daher, naja. Egal. Gut, wir haben jetzt neue Quests, wir sind jetzt Level abgekommen, was sehr schön ist. Und genau, wir gucken mal, was wir für Quests haben. Die Drachenjagd. Kleiner, warte mal, haben wir jetzt Millennium? Das können wir dann leider aufgeben. Schade. James Jagd bitte. Hopp. Machen wir auch gleich, weil es verdammt viel Erfahrungspunkte gibt. Hätte ich nicht gedacht. Gut. Mir ist es zwar ein bisschen kalt, aber ganz ehrlich, ich habe gerade die Heizung angemacht. Und deswegen zitter ich ein bisschen. Nein, Spaß. Gut, Samples. Ja, das ist jetzt irrelevant, weil es eine wiederholbare Quest ist. Aber die Quest gibt auch wahnsinnig viel Erfahrungspunkte. Fuchssohle eines Werbärenkämpfers bringt wahnsinnig viel Erfahrungspunkte. Und auch das lese ich nicht vor. Imaginäre Fo oh, Verlies Goblins. Oh, schade. Was gibt's? Ein Grund hat mich gebeten, dich hier zu befragen. Grund? Lass mich einmal anschauen. Hier bitte. Ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Redet darüber, was Grund bemerkt hat. Du weißt nicht, was das ist? Grunt oder wie auch immer sagt, dass du solche Federn für die Herstellung vom Pfeil benötigst. Das mache ich durchaus, aber so eine Feder habe ich vorher noch nie gesehen. Es ist seltsam. Grunt oder so sagt, dass er sie in der Nähe der seltsamen Goblins gefunden hat. In der Nähe der Goblins? Das ist seltsam. Sibi, kannst du die Verlies Goblins für mich besiegen? Ich möchte herausfinden, was hier nicht stimmt. Verlies Goblins? Okay. Gut, dann haben wir die Quest jetzt auch endlich angenommen. In die Gehöhle. Kassige Goblin. Wie viel? Oh, auch nur 20.000 Erfahrungspunkte. Gut, so viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt nun nicht bekommen. Gut, wie gehen wir jetzt fort? Wir gehen jetzt erstmal nach. Warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Wartet mal, Eldarin. Huhu. Mag mich jemand in eine Gruppe laden, damit ich in die Instanz gehen kann? So, ja, Instanz. Und zwar, ich möchte das gerne machen, weil wir jetzt Level 46 sind und gut, wir haben jetzt keinen gehabten Stab oder wie auch immer keine gehabte Waffe, aber ich denke mal, wenn wir jetzt noch einen ordentlichen. So, wenn wir jetzt einen ordentlichen Buff haben, dann sollte das eigentlich keine Probleme geben. So, jetzt müssen wir nochmal. Aber oh, wir brauchen noch Vitalität, ne? So, 47, okay. 49. So, oh, 49, Magiedestination. Oh, leider nichts, was wir jetzt neu lernen, lernen konnten oder können. Schade. Oh nein, und die ganzen Buffs sind weg.
Gut, ist hier jemand da, der uns buffen könnte? Warte mal, ich schreibe sie mal an. Bist du... Danke. So, wir müssen jetzt vital T2 Buffs. Wir müssen jetzt kurz Vitalität 3 brauchen wir unbedingt, weil sonst wird das echt. Oh. Oh, wir haben alles richtig gemacht, alles gut. Oh, das ist aber günstig. Wollen wir da mal zuschlagen? Ja, wir schlagen da mal zu. Verteidigung kaufen wir uns. Ja, ich meine, das ist jetzt wahnsinnig viel, was wir uns da kaufen. Aber immerhin haben wir es denn. Ausweichen. T2. Sehr schön. Warte mal. Ich schreibe sie trotzdem an. Bist du anwesend? Zwecks Buff. So, wir können sie ja mal fragen. Und eventuell ist sie anwesend. Wenn nicht, dann ist es egal, weil ich glaube, sie ist nicht da. Egal. Dann hauen wir mal kurz nochmal Vitalität rein. Verteidigung auch. Und ausweichen. T2 auch. So. Lamidi, hast du... magst du noch mal über buffen? So, entfernen wir das mal kurz. Hoffentlich ist sie da, weil das wäre sehr ärgerlich. Das wäre sehr ärgerlich, wenn wir jetzt keinen Buff bekommen. Wenn sie jetzt AFK ist und ich habe den jetzt gelöscht. Oh, das wäre sehr ärgerlich. Ah, komm, 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 komm. Oh, das gibt's doch gar nicht.